Also es stellt sich jetzt jeder kurz vor mit der derzeitigen Situation und dann wird auch noch der Ist-Zustand gezeigt. Wir haben jetzt in 2 Wochen den Sambo-Wettkampf und da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen an meinem Gewicht arbeiten. Mein Ziel ist es, 4 Kilo an Fett zu verbrennen. Wollen wir mal sehen, oder? Ja. Ja, derzeitig, wie viel hast du jetzt? 78. Und musst auf 74 auf den Kampf. Und natürlich, du hast ja selber gesagt, du willst ja danach dann noch weiter machen. Also du siehst es ja so ein bisschen als Kickstart. Also wir versuchen natürlich möglichst wenig über jetzt krasse Entwässerung zu gehen, weil wenn halt Reserven da sind, dann sollte man lieber Fett abbauen. Erst wenn nichts mehr da ist, vielleicht bei mir in Kantarik, werden wir gleich sehen, dann muss man halt über den Wasserhaushalt gehen. Bei mir geht es aber dann vor allem auch darum, dass ich Fett verliere. Und zwar in den nächsten Wochen und Monaten und sogar von mir aus über Jahre. Das heißt, ich möchte insgesamt meinen Lifestyle auch langfristig so verändern, dass ich unter die 10% am Fett komme. Aktuell bin ich so bei 13 bis 15. Also ich bin so bei 13 bis 15% Fettrate. Ist jetzt, fühle mich grundsätzlich ganz gut, aber so ein paar Prozent gehen auf jeden Fall noch runter. Ja, dann Maggie, die traut sich noch nicht so vor die Kamera. Ja, die muss jetzt, die wird jetzt einfach knallhart mitgezogen. Sie ist ja nicht fett oder so. Sie will halt einfach ein bisschen abnehmen, ein paar Kilo. Ja, danke. Bei dem Trainingspensum ist das eh kein Problem. Und dann haben wir noch den Manu hinter der Kamera. Ich bin aufgezwungen. Ich habe aber andere Probleme. Ja, die würden den Rahmen hier jetzt ein bisschen sprengen. Die würden den Rahmen sprengen. Ich bin dabei, ich ziehe mein T-Shirt jetzt nicht aus, aber ja. Ich bin schon unter Druck. Bin eigentlich schon auch an Tag, ich habe schon mehrere Tage hinter mich gebracht. Auch diätmäßig, trainingsmäßig und so weiter. Vor ein paar Tagen den Gewaltmarsch mit dem Rodi. Also ich werde mich da auch ein bisschen anschließen. Ich war jetzt vor ein paar Wochen eigentlich in sehr guter Form. Hab jetzt danach einfach wieder ein bisschen schleifen lassen, zu viel Scheiß gefressen, zu viel Bier getrunken und so. Dann zieht man halt immer sehr schnell, gerade wenn man in guter Form ist, zieht man sehr schnell Wasser und so. Und das möchte ich jetzt einfach wieder ein bisschen rauskriegen. Ich zeige jetzt auch nochmal gerade meine aktuelle Form. Das Vorherbild, das für die meisten Menschen ein Nachherbild ist, kommt jetzt. Hier ist so ein bisschen Spitzen und so. Oh, das ist schlimm. Wirklich schlimm. Will halt einfach hier. Ja, ich kann da nicht hinschauen. Das ist ekelhaft. So ja, fett. Keine Ahnung. Ich will mal auch wieder konditionell ein bisschen fitter werden. Okay, mega cool. Also, ich finde es natürlich saugeil. Beim Rodi bekommt man halt immer Informationen, die auf Tatsachen beruhen und nicht auf Gerüchten. Davon gibt es nämlich sehr viel in der ganzen Fitnessbranche. Deswegen bin ich da wirklich froh, jetzt mit dem Rodi da am Start zu sein. Und wir werden auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben, aber sehr viel arbeiten. Und insofern ja, freue ich mich auch, wenn ihr das Ganze begleitet, als unser Projekt hier und uns dadurch motiviert.